und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes und bei unserem zweiten Teil des Themenschwerpunkts Datenschutz versus Tötungsdelikten. In unserer letzten Folge haben wir gemeinsam mit unserem Gast Ferdinand aus datenschutzrechtlicher Hinsicht versucht, den ersten Fall zu beleuchten, den wir euch mitgebracht hatten, wo es im Prinzip darum ging, dass die Aufklärung eines Mordes sich verzögert hat, weil Datenschutzrichtlinien oder damals geltende Datenschutzrichtlinien eingehalten wurden. Wir haben im Zuge dessen einen, finde ich, recht extensiven und klaren Überblick über die datenschutzrechtliche Entwicklung innerhalb Europas über einen Zeitraum der letzten 15 Jahre bekommen. Und genau dieser Überblick führt uns auch zu unserem zweiten Fall, in dem wir uns im Prinzip genau das entgegengesetzte Szenario ein wenig näher ansehen wollen. Hierbei handelt es sich jetzt um ein Tötungsdelikt, welches rascher als sonst aufgeklärt wurde und aus dem einfachen Grund, weil gegen Datenschutzregelungen verstoßen worden ist. Hier ist der Fall von Elias und Mohammed. Es ist der 8. Juli 2015. Der 6-jährige Elias aus Potsdam verschwindet spurlos. Dies unmittelbar, nachdem er die elterliche Wohnung verlassen hat und kurze Zeit unbeaufsichtigt war. Seine Eltern alarmieren die Polizei. Es folgt eine groß angelegte Suchaktion, die über den gesamten Potsdamer Bereich hinausgeht. Es werden Parks, Straßenzüge, Wiesen durchsucht. Es wird in Neubaugebieten als auch in umliegenden Industriegebieten lange nach Elias gesucht. Im Zuge der weitläufigen Suchaktion werden sowohl Angehörige als auch die Beamten immer weiter unter Druck geraten. Es geschieht das, was meistens bei solchen groß angelegten Suchaktionen geschieht, die zu keinem Ergebnis führen. Am 18. August wird von der leitenden Ermittlung bekannt gegeben, dass man nicht mehr damit rechnet, dass Elias noch lebt. Daraufhin wird über Angehörige und eine Privatperson eine Sammelbelohnung von 50.000 Euro auf Hinweise ausgesetzt. Daraufhin ergibt sich auch tatsächlich eine Spur. Bei der Auswertung von eingegangenen Hinweisen hatten sich einige Aussagen ergeben, die darauf hindeuteten, dass ein kleiner Junge in dem angegebenen Zeitraum in einen dunklen Kombi gestiegen sein soll. Die Geschichte geht nun weiter und wir befinden uns im Oktober 2015. Am 1. Oktober verschwindet der 4 Jahre alte Mohammed spurlos aus einer zentralen Anlaufstelle für Geflüchtete in Lageso in Berlin-Moabit. Seine Mutter gibt an, ihn aus den Augen verloren zu haben. Seitdem ist er verschwunden. Die Polizei beginnt erneut mit einer Suche. Sie veröffentlicht Bilder einer Überwachungskamera, die Mohammed mit seinem mutmaßlichen Entführer zeigen. Hinweise lassen vermuten, dass es sich mittlerweile um einen Mann handelt, der öfter auf dem Lageso-Gelände von dieser Einrichtung für Geflüchtete aufhältig ist. Und es steigen nun erstmals die Hoffnungen, dass sich auch andere Leute an ihn erinnern. Es dauert auch hier nicht lange, bis die Ermittlungen auch zu einer Kooperation im Fall Elias führen. Um die aufgenommenen Bilder eines Mannes in Berlin-Moabit geht es nun in unserem zweiten Teil der Diskussion und des Gesprächs mit unserem Gast Ferdinand über den datenschutzrechtlichen Aspekt dieses Falls. Denn am 29. Oktober 2015 gelingt in diesem Fall der Durchbruch. Eine Mutter erkennt auf den Videoaufnahmen ihren eigenen Sohn.
Diese stellt ihn zur Rede und es folgt das Geständnis des 32-jährigen Silvio S. Seine Mutter verständigt die Polizei. Die Beamten finden Mohammed im Kofferraum eines Autos. Im Zuge des Geständnisses gibt Silvio S. auch den Mord an Elias zu. Dieser extreme Fall von zwei getöteten Kleinkindern zeigt auf eindrucksvolle Art und Weise, wie sehr die Polizei hier in so einem Fall im Dunkeln tappen kann, wenn es nicht zu entscheidenden Hinweisen kommt. Die Art und Weise, wie diese Hinweise jedoch in diesem Fall entstanden sind, sind zum damaligen Zeitpunkt eindeutig gesetzeswidrig und verstoßen gegen den Datenschutz. Zu diesem Thema wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit unserem zweiten Teil der Analyse. In unserer letzten Folge hat Ferdinand uns einen wirklich tollen Überblick über die Entwicklung der Datenschutzgesetze und vor allem der DSGVO, die europaweit seit 2018 gilt, gegeben. In unserer heutigen Folge wollen wir uns spezifisch dem Thema Videoüberwachung widmen. Hallo Ferdinand. Hallo Tarek. Es ist im Prinzip ja bei unseren letzten beiden Fällen, also geht es in beiden Fällen jetzt, wir haben ja letztes Mal über personenbezogene Daten gesprochen und in unseren beiden Fällen, Mordfällen, geht es hier wirklich konkret jetzt um Videoüberwachung. Und zwar um Videoüberwachung, die ja auch datenschutzrechtlich geregelt sein muss an bestimmten öffentlichen Orten und die im Kontext von Verbrechen immer dann besonders brisant werden, wenn die Gesellschaft, in dem Fall hier die deutsche Gesellschaft, weil es sich um zwei Fälle aus Deutschland handelt, natürlich sehr, sehr für Datenschutz ist. Und wenn diese aber in den Konflikt einer Aufklärung eines Verbrechens und im schlimmsten Fall von Mord gerät, dann ist der Aufschrei oft sehr, sehr groß und das Verständnis für den Datenschutz oft sehr eingeschränkt. Beginnen wir vielleicht chronologisch irgendwie bei unserem ersten Fall, der wirklich eine Weile zurückliegt. Also wir haben ja schon, oder du hast uns das letzte Mal wirklich schon super erklärt, dass europaweit jetzt einmal die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, seit 2018 gilt. Wir gehen jetzt zurück in das Jahr 2004/05, über den Jahreswechsel kurz vor Weihnachten, in dem der erste Fall sich zugetragen hat. Da hast du uns ja auch schon wirklich gut erklärt, dass es ja damals als auch nach wie vor auch nationale Gesetze zum Datenschutz gibt. Im Jahr 2004/05 gab es die DSGVO so nicht. Das heißt, es gab die deutsche Datenschutzverordnung, Gesetz. Genau, das Bundesdatenschutzgesetz in Deutschland. Das gab es und gibt es nach wie vor. Genau. War in den 90er Jahren, also es kam in der Originalfassung in den 90ern, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, und war sozusagen das deutsche Datenschutzgesetz und in Österreich, wie gesagt, das DSG, das Datenschutzgesetz. Jetzt ist es in diesem Fall, geht es konkret um die Videoüberwachung im öffentlichen Raum und es gibt kein besseres Beispiel dafür als öffentliche Verkehrsbetriebe. Ja, der öffentliche Nahverkehr. Hier muss man ja schon, ich meine, das wirst du uns jetzt sicher auch gleich nochmal erzählen, hier kann man ja schon, gerade weil dieser Fall sehr, sehr lange zurückliegt, gibt sich ja schon irgendwie eine Entwicklung, wo man sagen kann, okay, hier hat sich einiges an den Regelungen verändert, beziehungsweise die damaligen Regelungen gelten so in dieser Form ja nicht mehr. Es ist lustig, es hat sich gar nicht so viel jetzt prinzipiell an den Regeln geändert, würde ich einmal sagen, sondern vielmehr am Verständnis von Datenschutz und vielmehr auch einfach unserem Alltag, würde ich sagen, dadurch. Ich meine, man überlegt, geht zurück 2004, 2005, da waren Kamera-Handys noch wirklich, wann ist das erste iPhone rausgekommen? 2006? 6, 7, glaube ich. Ich weiß es nicht. Oder? Ja, also wie gesagt, das war die Zeit vor Smartphones, da hat nicht jeder immer eine Kamera mitgehabt, da war Videoüberwachung noch oder überhaupt das überwachte Leben noch lange nicht so präsent, wie es halt heutzutage der Fall ist und dementsprechend
war die Gesellschaft auch noch viel, viel sensibler, wenn es darum ging, Bereiche zu überwachen. Also das musste man viel genauer noch erklären damals. Ja. Lustigerweise, obwohl ja viele gesagt haben, mit der DSGVO wurde Datenschutz erst ernst genommen. Das stimmt so gar nicht, was mit der DSGVO gekommen ist. Die Strafen wurden extrem viel teurer. Okay. Aber, und wie gesagt, gerade in Deutschland, wo es ein sehr hohes Bewusstsein für Datenschutz und für eben das Grundrecht der freien Persönlichkeitsentfaltung auch gibt, weil das ist ein eigenes Gesetz in Deutschland, Ja. genauso wie das Recht für die informationelle Selbstbestimmung, das Recht auf das eigene Bild. Das sind alles ja spezifische Gesetze, die da ineinander greifen, zusätzlich zum Datenschutz. Ja. Und wie gesagt, also auch die DSGVO, es gibt keinen Paragraphen in der DSGVO, die jetzt genau auf Videoüberwachung zugeschnitten ist. So spezifisch ist die DSGVO gar nicht. Jedoch, was es immer schon gibt, auch und was es nach wie vor ein Grundpfeiler im Datenschutz ist, ist es eine Abwägung, eine Interessensabwägung. Das muss es immer geben. Ist es verhältnismäßig, was ich tue, zu dem, was ich erreichen will? Was ist der Zweck, den ich erreichen will, und was muss ich dafür tun, um diesen Zweck zu erreichen? Und gibt eben, hat das Grundrecht auf der freien Persönlichkeitsentfaltung eben und das Recht auf Selbstbestimmung und so weiter Vorrang, oder hat und sozusagen der Datenschutz deshalb Vorrang, oder hat eben Kriminalprävention und das öffentliche Interesse, hat das Vorrang und hebelt das den Datenschutz aus? Und das ist sehr wohl auch eine sehr stark gesellschaftlich geprägte Diskussion, die immer wieder geführt wird. Und so Genau. dementsprechend, ja, muss man diese Fälle und diesen Fall auch immer in dem zeitlichen Kontext sehen. Der zeitliche Kontext ist, glaube ich, da nämlich recht wichtig, weil ganz konkret war es in dem Fall halt so, dass die damalige Regelung wirklich vorsah, dass Aufnahmen im öffentlichen Nahverkehr, öffentlichen Personennahverkehr in Berlin, also der Fall ist eben in Berlin, bei der BVG, bei der Berliner Verkehrsgesellschaft, eben nicht länger als 6 Minuten aufgezeichnet werden darf. Nach 6 Minuten müssen das vorhergehende oder aufgezeichnete Material gelöscht werden. Eine Ausnahme davon war damals Gefahr im Verzug. Diese Beurteilung, ob Gefahr im Verzug besteht, hat man den jeweiligen Buschauffeur oder Straßenbahnchauffeur praktisch aufgebürdet und einen Aufnahmeknopf im Cockpit der jeweiligen Transportmittel untergebracht, wo praktisch die Fahrerinnen selbst entscheiden konnten, wann dieser Knopf zu drücken war oder nicht. Jetzt kann man sich natürlich, und so war es auch in dem konkreten Fall, vorstellen, dass wenn ich jetzt Buslenker bin, und ich mitkriege, dass während ich den Bus lenke, jemand in meinem Bus erstochen wird, dass ich vermutlich nicht als allererstes daran denke, so ein Knöpfchen zu drücken. Ja, mit Sicherheit. Würde mir auch nicht als erstes einfallen, sondern so gut ich kann, wohl mal probieren, die Situation vielleicht zu deeskalieren oder den beteiligten Personen zu helfen. Genau. Aber ja, wie du das jetzt richtig beschrieben hast, sieht man in dieser Einrichtung oder wie das halt geregelt war damals, wie sensibel Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln damals war. Ich meine, 6 Minuten, da weiß ich nicht. Da kann ja schnell mal was passieren, was 6 Minuten dauert und ich vergesse es zu drücken und dann ist es weg für immer und man hat keine Handhabe mehr. Und wie sich das jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat, sieht man ja sehr gut. Mittlerweile hat sich, haben wir das nämlich rausgesucht, als Standard jetzt in den Berliner öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel 48 Stunden Aufzeichnung eingestellt. Also man hat 48 Stunden Zeit, das Material zu sichten oder um auf Vorfälle zu reagieren, was auch schon eigentlich mittlerweile sogar ein immer noch recht kurzer Zeitraum ist, weil man sozusagen der Standard mittlerweile 72 Stunden ist eigentlich, kann man sagen. Also 72 Stunden werden als verhältnismäßig angesehen von den meisten Datenschutzbehörden, dass man sozusagen
Wie gesagt, es kommt immer auf den Kontext an. Man kann das nie verallgemeinern, aber jetzt mal grob gesagt, kann man sagen, 72 Stunden wurden in vielen Fällen die Videoüberwachung schon geduldet oder genehmigt. Eben auch um Perioden der Abwesenheit, wie ein Wochenende, wie ein Feiertag, wo man das Material nicht sozusagen, wo kein Mitarbeiter vor Ort ist, der das Material sichten oder sichern kann, da ist, dass man diesen Zeitrahmen eben hat, um Beweissicherung noch durchzuführen. Ja, das macht Die ja auch Frage absolut ist, Sinn, ja. ja, und dann ist halt immer die Frage, wo man, und da gibt es eine bestimmte Rechtsgrundlage auch in der DSGVO, weil wir letztens schon von Rechtsgrundlagen gesprochen haben. Eine Rechtsgrundlage ist auch das berechtigte Interesse. So, das berechtigte Interesse, weil selbst die öffentlichen Verkehrsmittel, selbst wenn sie, ja, öffentliche Verkehrsmittel sind vielleicht ein schwieriges Beispiel, weil die so natürlich öffentlich sind, aber nicht tatsächlich eine Staatsgewaltinstanz sind, sondern die sind im Prinzip auch also sind trotzdem ein Unternehmen. Klar. Und für die gilt nicht sozusagen das Gleiche, was für die Polizei gilt. Oder was auch zum Beispiel für die Universität gilt. Also es ist, da gelten ein bisschen andere Maßstäbe, aber wie gesagt, all diese Kriterien muss man in so eine Verhältnismäßigkeitsprüfung mit einbeziehen, eben zur Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses zu kommen. Videoüberwachung darf ja mittlerweile eben auch im berechtigten Interesse von Firmen eingesetzt werden, wenn Firmen, eben wie öffentliche Verkehrsmittel das sind, sozusagen um den Schutz ihres Eigentums. Es geht ja gar nicht nur um Gewaltverbrechen, sondern es reicht ja auch zum Beispiel, wenn jemand jetzt Graffiti oder halt irgendwelche anderen Dinge an den öffentlichen Einrichtungen dieser Firmen zerstört, mutwillig kaputt macht, dass man das auch nachvollfolgen kann und nachvollziehen kann. Und genau so sieht man auch, wie diese Verhältnismäßigkeit und dieses Verständnis für Verhältnismäßigkeit sich verschoben hat. Und das ist nach wie vor in Deutschland, könnte man sagen, sehr datenschutzlastig ausgelegt. Also dieses Recht auf Datenschutz ist ein sehr hohes Gut in Deutschland. Es hat ja schon auch einen geschichtlichen Kontext. Also man muss sich ja, wenn man sich natürlich die großen geschichtlichen Epochen und Ereignisse des 20. Jahrhunderts in Deutschland anschaut, vom Zweiten Weltkrieg bis hin zur DDR, natürlich jetzt nicht aus der Luft gegriffen, das Ganze, ne? Natürlich, natürlich. Und also, ob das der Grund ist, das traue ich mich nicht zu beurteilen, aber sicherlich ein Grund kann es sein oder ja, kann dazu führen. Ich meine, man sieht nur, es sind sehr stark, obwohl es eben die DSGVO ist, und man sagt, das ist ein einheitliches Gesetz, die Auslegung dieser Gesetze ist wirklich national komplett verschieden. Genau. In Großbritannien zum Beispiel. Kannst du in London ist Ja, de facto gut. die gesamte Stadt Video Ja. überwacht. Du kannst nicht einen Ja. Schritt gehen, ohne von irgendeiner Kamera überwacht zu werden. Das ist in Deutschland undenkbar. Genau. Und Auch das in ist, Österreich undenkbar. London war ja da schon immer, oder England generell war ja da schon immer ganz, ganz vorne mit dabei, wenn es um Videoüberwachung geht. Genau. Das ist eben, und das meine ich damit, also einerseits die Auslegung, aber was ich eher in dem Kontext meine, ist einfach das Empfinden der Relevanz von Datenschutz oder der Interpretation von Datenschutz in der Gesellschaft selbst und jede, weil darauf kommt es ja schlussendlich auch in gewisser Weise an, wie jede private Person oder jede Person, jeder Bürger, jede Bürgerin mit dem Thema umgeht und was sie unter Datenschutz versteht. Und Genau. das ist, glaube ich, sicher von Land zu Land recht unterschiedlich. Und diese Rechtsgrundlagen und die sind natürlich ein Faktor. Und der andere ist der gesellschaftliche Diskurs über das Thema Datenschutz. Und der ist ja gerade dann im Kontext von Verbrechen immer sehr, ja, sehr, sehr, sehr unterschiedlich und gegensätzlich. Und das sieht man auch in dem Fall, in dem Fall von damals, wo
halt wirklich dann der Aufschrei durch die Gesellschaft geht und dann auf öffentlicher Bühne, so war es in dem Fall, die damalige Datenschutzbehörde in Berlin und die BVG sich gegenseitig die Schuld zuweisen für das, was passiert ist. Und hier einerseits die Datenschutzbehörde sagt, wir müssen zwischen dem Sicherheitsbedürfnis und dem Schutz der Bürger vor permanenter Überwachung abwägen. Das ist eben genau eh das, was du gerade gesagt hast. Ja, gleichzeitig sei man bereit, praktisch gebotene Lösungen zu befördern und eine Verlängerung von Videoaufnahmen zuzustimmen. Zum Beispiel, aber gleichzeitig wird damals eben schon gesagt, weil du gesagt hast, jetzt gelten 48 Stunden, wird hier damals ausdrücklich festgehalten, dass man niemals einer Speicherung für zum Beispiel 24 Stunden zustimmen würde. Ja, Also man sieht aber, wie sich das so entwickelt verändert sich hat. das Verständnis Ja, also und die das ist schon Akzeptanz. spannend. Die Akzeptanz ändert sich hier schon. Und es ist auch insofern wirklich spannend, weil, hast du ja eh auch gesagt, dass Datenschutz ist ja nicht etwas, was es erst seit der DSGVO gibt, sondern viel, viel länger. Sie ist erst mit der DSGVO bewusst geworden in sehr vielen Köpfen. Eben, glaube ich, meiner Meinung nach, subjektiven Meinung nach, wegen den hohen Strafen, weil man hier Natürlich. halt immer den Zusammenhang herstellt mit der Wirksamkeit von Regelungen und Gesetzen und Rechtsgrundlagen in Zusammenhang mit Strafmaß. Ja, aber in Wirklichkeit hat das Ganze natürlich schon ewig lang vorher existiert. Und auch der zweite Fall, bei dem hier auch wirklich das Ganze in eine andere Richtung geht, und zwar nicht in die Richtung wie beim Mordfall in Berlin innerhalb eines Busses, wo praktisch die Sichtung des Materials aufgrund der Datenlöschungsregelungen verhindert wurde, sondern hier im umgekehrten Fall. Hier wurde praktisch ein Mörder dingfest gemacht und von seinen eigenen Verwandten identifiziert und die Identität der Polizei bestätigt durch eine Videoaufnahme, die in dieser Form gar nicht hätte stattfinden dürfen. Ja, klassisch, klassisch, oder? Das Ich meine, ist ja. Beweise, ja, Beweisbeschaffung ist es, aber gut, das ist ein anderes Thema. Generell ja oft so, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt, steht auf einem, und wie wird damit umgegangen? Ja, genauso wie man Privatdetektive ja oft dann zum Beispiel bei Überwachung, zum Beispiel klassisch Datenschutz. Man wird überwacht, das Auto wird überwacht, um halt irgendwelche Bewegungsprofile von Personen zu erstellen. Ja. Höchst illegal eigentlich, aber wenn das Gericht hat das einen schönen Ausdruck, wenn die Beweise anders nicht zu erbringen gewesen wären, wird es geduldet. Ich glaube, das Ja. ist. Und damit kenne ich will da jetzt keine endgültige Aussage treffen, aber ich glaube, das ist zum Beispiel in den USA, wird das ganz anders gehandhabt. Solche Beweise, glaube ich, dürfen in den USA nicht zur Urteilsfindung herangezogen werden. Die müssen ignoriert werden, als würde es das nicht geben. Das ist bei uns aber anders. Bei uns, auch wenn das sozusagen die Beweiserstellung sozusagen illegal war oder nicht rechtens war, wenn man es dann schon einmal hat, wird es sehr wohl für den bestehenden Fall herangezogen. Und ja, auch da ganz klar, da DSGVO sagt, gerade für private Personen oder private Firmen auch, Videoüberwachung maximal 50 Zentimeter dürfen um deinen eigenen Bereich herum von öffentlichem Grund noch mitgefilmt werden. Das wird so als Grenze angesehen, was noch in Ordnung ist, nicht mehr. Das ist jetzt, insofern sehr, sehr spannend, weil wir ja beide Fälle, das, was du gerade gesagt hast, beide Fälle in Berlin stattgefunden haben. Und in unserem ersten Fall von 2005 habe ich ja gerade vorher und auch in der Fallfolge, wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört sie euch an, dargelegt, wie der damalige Datenschutzbeauftragte in Berlin, Alexander Dix,
hier mehr oder weniger sich mit der BVG, mit den Verkehrsbetrieben in Berlin ein Match geliefert hat darum, wer jetzt denn schuld daran sei, dass das praktisch Daten nicht so lange gespeichert werden und dass dadurch Verbrechensaufklärung nicht stattfindet. Und das war derselbe Alexander Dix, der sich dazu geäußert hat, auf gar keinen Fall in die Richtung der 24 Stunden Videoüberwachung zu kommen. Und es ist auch hier in diesem Fall, wo es eine private Kamera eines Lokalbesitzers ist, die diese Aufnahmen gemacht hat, Alexander Dix, derselbe Alexander Dix, der meint, aufgrund dieses Datenschutzverstoßes, dass dies geprüft werde, aber es dürfte seiner Meinung nach durchaus in dieser Art und Form gefilmt werden, wenn ein berechtigtes Interesse an der Überwachung besteht und wenn öffentlich darauf hingewiesen wird und wenn die Daten täglich gelöscht werden. Sei nun mal dahingestellt, der eine Fall aus dem Jahre 2005, der andere Fall aus dem Jahre 2015, derselbe Datenschutzbeauftragte. Also auch hier kann man schon ganz gut sehen, ja, so nach dem Motto, man lernt nie aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Also Datenschutz ist trotz allem noch eine sehr relativ junge Legislatur, also gesetzgefasst gesehen eine relativ junge Legislatur. Ja, 90er Jahre ist nicht so lang her. DSGVO, wie gesagt, 2018. Und jedes Urteil, das im Datenschutz ergeht, formt die weitere Interpretation des Datenschutzes und der Auslegung dieser Gesetze. Und ja, wie du richtig sagst, man lernt nie aus. Und was man halt auch nicht vergessen darf, die Technologien, die hinter all diesen Dingen Das stimmt, sind, ja. verändern sich ja auch extrem schnell. Und wie gesagt, du kannst ja heute, hat ja jeder eine Kamera, die perfekt aufzeichnen kann, in glasklare Qualität einstecken und immer mit. Und sobald irgendwas passiert, gibt es ja von allem sowieso 20 Handyvideos gefühlt. Ja, Und so gerade verändert sich Videos, halt die ja. Gesellschaft auch. Total. Also das ist gerade Videoaufnahmen, ich finde das Thema dann auch, dann entfernen wir uns aber eigentlich sogar schon wieder von dem Fall. Ich finde sie auch ganz spannend im Kontext von Drohnen. Ja, Drohnen sind, die Ganz klar. Videoaufzeichnungen machen können, sind heutzutage überall beschaffbar. Es gibt Regelungen und Voraussetzungen und sogar Drohnenführerscheine und alle möglichen Regelungen, die Verwendung dieser Drohnen vorschreiben. Trotzdem ist das eine Riesengrauzone. Und viele verwenden Drohnen vor allem in Gebieten, in denen sie nicht nur aus sicherheitstechnischen Gründen, sondern auch aus datenschutzrechtlichen Gründen gar nicht verwendet werden dürfen. Du darfst mit Drohnen prinzipiell kaum Aufzeichnungen machen, wenn Personen drauf zu erkennen sind. Also ob mit Drohnen oder ohne, Nicht private nur. Grundstücke darfst du nicht einfach so filmen. Also ob Es du es mit reicht ja einem auch Drohnen schon, machst oder nicht. ja, also es reicht ja auch schon ein Kennzeichen, wenn ein Autokennzeichen sichtbar ist, ne? Klar, natürlich. Autokennzeichen sind personenbezogene Daten. Ganz klar. Also. Und wie gesagt, es gibt noch dazu auch ein Prinzip jetzt, das ist auch in der DSGVO verankert, das heißt Datenminimierung. Also man soll immer nur so wenig Daten wie absolut notwendig, personenbezogene Daten, verarbeiten, um den Zweck zu erreichen, den man erreichen will. Und ja, man kann sich auf berechtigtes Interesse stützen. Das ist eine Rechtsgrundlage. Was aber viele vergessen ist, und das wird in der DSGVO oft leider halt missverstanden, ist, das berechtigte Interesse ist kein Free-for-all. Also man kann nicht einfach sagen, so, ich habe berechtigtes Interesse, dass ich das jetzt aufnehme, weil es sehr wohl, und das ist verpflichtend, es muss eine Interessensabwägung geben, eine dokumentierte Interessensabwägung, wo man sagt, wieso ist mein berechtigtes Interesse jetzt mehr wert als das Recht auf Datenschutz anderer Personen? Ja. Und wie argumentiere ich das? Und diese Argumentation, also diese Darlegung muss ich schriftlich haben, dass wenn die Datenschutzbehörde kommt und sagt, wieso, was ist euer berechtigtes Interesse und wieso überwiegt das, muss ich das haben und herzeigen können. Und was noch dazu kommt, ist, wenn eine Person kann einer Verarbeitung
die auf der Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses passiert, kann dem widersprechen. Kann sagen, ich widerspreche dieser Verarbeitung und dann musst du erst recht noch eine viel strengere sozusagen Interessensabwägung durchführen, um sozusagen diesen Widerspruch zu overrulen. Das geht fast nicht durch. Also da muss man schon wirklich Ja. sehr, sehr, sehr gute Gründe haben. Also, Und ja. ja. Na, es ist, ihr seht halt einfach wirklich, dass das ein ganz, ganz schwieriges Thema ist, finde ich. Einfach, weil es sich einfach ganz, ganz grob ausgedrückt auf zwei Ebenen bewegt. Das eine ist ganz klar die rechtliche, die juristische Ebene, und das andere ist einfach wirklich die gesellschaftliche und vor allem immer eben, dass je mehr ich zu diesen Fällen recherchiert habe, desto mehr ist mir das auch aufgefallen, dass eben, so wie du sagst, der Faktor des berechtigten Interesses wirklich, also ich glaube, das sind die zwei meistgelesensten Wörter, die ich bei all meinen Recherchen zu dem Thema irgendwie lesen konnte, weil das gefühlt als Universalerklärung und Rechtfertigung einfach für alles verwendet wird. Aber um Datenschutz, eigentlich eher immer um Datenschutz auszuhebeln. Und ja. Ja, nein, das ja, wie gesagt, da gibt es recht strenge Kriterien für dieses berechtigte Interesse und die muss man erfüllen, sonst geht es nicht. Und ich meine, wie brandaktuell dieses Thema ist, nach wie vor, öffentliches Interesse versus oder Sicherheit, das ist Sicherheitsargument, was ja immer wieder sozusagen herbeigeführt wird, wo man sagt, man muss das überwachen, damit man sozusagen Kriminalität vorbeugen kann oder nachvollziehen kann oder verhindern kann gegenüber dem Datenschutz. Das ist ja nach wie vor ein riesendiskutiertes Thema. Jetzt im Moment ist halt jetzt ist es nicht Videoüberwachung, jetzt ist es Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Messenger-Diensten. Öffentliche Stellen, die EU will mit allen Möglichkeiten probieren sie mit Gewalt das durchzubringen, dass es keine sichere Verschlüsselung mehr gibt und dass Behörden im Bedarfsfall natürlich unter bestimmten Kriterien, yada, 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 Zugriff auf diese Verschlüsselung oder dass diese Verschlüsselung umgehen werden kann. Ja, mag sein, dass das dann an bestimmte Dinge gebunden ist und an bestimmte Vorgaben gebunden ist, aber wir wissen alle, wie es mit so Vorgaben ist. Wenn es einmal technisch möglich ist, Ja, klar, vergisst man wird über es die Zeit genutzt. dann plötzlich, was diese Ja. strengen Vorgaben sind. Und plötzlich Ja. kann man dann recht schnell verschlüsselte Texte nach gut glauben oder wenn man gerade Lust drauf hat. Ich meine, wir sind in Europa, Gott sei Dank in Zentraleuropa, kann man sagen, von Rechtssicherheit ausgehen und da geht es uns eh sehr gut, aber andere Staaten, man muss sich das nur überlegen. Also es kann sehr schnell auch in die falsche Richtung gehen und eben sehr wohl sehr schnell zur totalen Überwachung führen. Und was man nicht, und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig im Datenschutz zu erwähnen, ist, eure personenbezogenen Daten stellen einen Wert dar. Das ist tatsächlich ein monetäres Gut auch, wenn ihr Ja. so wollt, das ihr besitzt. Und das beste Beispiel dafür ist mittlerweile bei Meta. Meta gibt euch die Wahl, ob ihr zahlen wollt und kein Tracking und keine personenbezogenen Daten haben wollt, hergeben wollt, um die Dienste gratis zu nutzen. Die Dienste sind nicht gratis. Ihr zahlt mit euren Daten. Ihr seid sozusagen Voll. das Produkt sozusagen ein bisschen. Oder ob ihr halt einfach zustimmt und die Daten hergibt. Und es ist auch wichtig, dass sich das wieder im Bewusstsein zu rufen, weil viele vergessen, dass Datenschutz ja schon darauf ausgelegt ist, eben genau um diese Privatsphären zu schützen und eben damit nicht große Firmen machen können, was sie wollen. Und dass es da natürlich immer eine Diskrepanz gibt zwischen, was dann der Staat noch darf, was der Staat nicht darf, was eine Firma darf, was eine Firma nicht darf und was sozusagen dieses Recht auf eure Daten betrifft, dass es da immer Diskussionspotenzial geben wird, unbestritten. Also, und da wird es noch viele Diskussionen geben. Jetzt gerade wieder neue Legislatur, der Digital Markets Act, der große, große Tech-Firmen sozusagen dazu zwingt,
offenzulegen, wie sie ihre Dienste verwenden, weil sie sozusagen so groß sind, dass man sie nicht umgehen kann. Wie, und also da gibt es ganz viel und entwickelt sich die ganze Zeit weiter. Also es ist definitiv ein Thema, das allgegenwärtig ist und uns im täglichen Leben begleiten wird, auch im Kontext von Verbrechen. Ferdinand, vielen, vielen lieben Dank für deine Analyse. Bitte schreibt uns in die Kommentare, was ihr von dem Thema Datenschutz in Relation zu Verbrechen oder ganz generell im gesellschaftlichen Umgang von Tag zu Tag im täglichen Leben hält. Und ja, ich bedanke mich für die Zeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Ciao.